So, es ist brandneu, wir wissen es erst wieder seit 2 Tagen und die Erinnerungen wurden uns gelöscht. So, und ich möchte da noch mehr erzählen. Also ich wurde immer verhaftet, andauernd, und dachte immer, das ist einfach Schikane. Und man hat mir dann immer, meistens waren Schlägereien, aber auch kleinere Diebstähle. Und ich ging nicht zur Arbeit. Also es ist mein Doppelgänger, ich bin immer nicht zur Arbeit gegangen. In meinem Betrieb, also damals MVL Schwedt, also Mineralöl für Grundleitung Schwedt, zu DDR-Zeiten. Und das ist so unglaublich. Aber das Schlimmste eben, ne, dass auch gute Bekannte, also wirklich unsere richtigen Bekannten, also keine Stasi-Bekannten, gesagt haben, ja, dann habe ich dann wieder Hallo und so. Und also Bekannte, keine Freunde, ne? Ja, letztes Mal hast du mich gar nicht gekannt. Ich sage, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Nicht gesehen, ich stand vor dir, ich habe dich angesprochen. Du hast gesagt, du kennst mich nicht und bist weitergegangen. Ich dachte schon, du bist besoffen. Da sag ich, du weißt doch, dass ich dich trinke. So, und eins möchte ich noch sagen, unsere Doppelgänger sind uns selten begegnet. Also unsere Wege zu DDR-Zeiten und danach sind Bibliotheken, Buchläden, Baumärkte, Elektronikgeschäfte, Angelläden, Jagdläden. Ja, und was noch, Nadi? Fällt mir auch nicht ein. Aber das sind unsere. Ja, natürlich Fotogeschäfte, alles, da waren wir oft, ne? Aber sonst. Ja, Jagdausstatter. So, und dann sind wir auch meistens im Westen gefahren. Und heute wissen wir, dass wir da dann Drogen überall lang geliefert haben. Also wir vermuten sehr, sehr stark, dass sie drogensüchtig sind und auch medikamentenabhängig. Und nur deshalb hat man uns hier immer mit Drogen bearbeitet. Natürlich wollte man 2008 und so und ab 2007 hat man es mit Absicht gemacht mit Drogen. Man wollte es unbedingt heroinsüchtig kriegen. Aber vorher haben wir die Drogen immer gekriegt, weil wenn man uns mal erwischt, muss man auch was finden, dass wir drogenabhängig waren oder drogensüchtig sind. Weil wie wir es wohl offiziell sind. So, und gehen wir wieder ein bisschen weiter. Es ist schon sehr warm. Wir haben draußen vom Handy aus alles hochgeladen, was wir eben kurz geschrieben haben. Das hat natürlich Zeit gekostet. Wir kommen immer noch nicht innerhalb unserer Wohnung auf Facebook und Twitter und kommen auch immer noch nicht auf unsere E-Mail-Fächer oder so. Aber wir wollen es von draußen nicht riskieren, weil ein Handy erscheint uns nicht so sicher wie unsere Computer, ne, Nadi? Also noch wollen wir es nicht riskieren. Nicht, dass wir doch unsere Passwörter kriegen. Obwohl, wir wollen nicht ausschließen, dass wir die schon haben. Das ist doch, das möchte ich mal allen sagen, das ist kein Problem heutzutage überall ranzukommen. Deshalb, seien Sie clever, Ihre eigenen Geheimdienste und Sicherheitsdienste kennen Sie, wenn Sie vernünftige Menschen sind. Aber lügen Sie rum im Internet. Sprechen Sie sich ab mit Ihren Freunden, wenn Sie sie wirklich mal treffen. Und auch Ihre Freunde, das ist Ihre eigene Sicherheit. Lügen Sie tierisch rum, damit keiner Interesse bekommt. Weil wenn Sie das schon beweisen können, also wenn Sie nicht drogensüchtig sind, wenn Sie da schon anderen Geheimdiensten beweisen können, dass Sie drogensüchtig sind, dann ist das schon alles vorbei. Dann sind Sie schon uninteressant. Es sei denn, dass Sie dann wieder interessant wären, dass man Sie dann versucht zu erpressen. Das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja immer die Kehrseite von den Sachen. Also. Das war schon wieder. Ich bin gerade wieder in der Sonne.